Herzlich willkommen zu deinen Sternzeichen-Quickies. Und wir sind ja jetzt schon in großen Schritten in Richtung Oktober unterwegs, ne? Denn diese Woche geht ja der Oktober los. Das sind deine Sternzeichen-Quickies vom 26.09. bis 2.10. Wir schauen mal rein, was die Karten den einzelnen Sternzeichen für die neue Woche sagen wollen, so in kurz und knapp. Was ist das Motto der Woche? Worauf sollte jedes Sternzeichen achten? Du findest unten in der Infobox aufgelistet alle Sternzeichen mit einem Zeitstempel versehen. Das heißt, du kannst einfach hier in die Infobox gehen und dich durchklicken, welche Kapitel möchte ich mir anhören, was interessiert mich. Denk natürlich dran, es ist ein allgemeines Kartenreading, also nimm es nur an, so wie es auch mit dir in Resonanz geht. Und denk auch immer dran, oftmals ist es so, dass die eigentliche Botschaft im Aszendent und/oder Mondzeichen zu finden ist, nicht unbedingt immer in deinem Sonnenzeichen. Also guck dir vielleicht gegebenenfalls alle drei Kapitel an, Sonnenzeichen, Aszendent, Mondzeichen, wenn die bei dir unterschiedlich sein sollten. Und dann hast du so ein schönes, schöne runde Information, was dich in der neuen Woche erwartet. Wenn du mich noch nicht kennen solltest, ich bin Denise. Ich lege dir hier die Karten, die sind schon heiß angemischt. Und wir legen los. Übrigens in der Infobox findest du auch den Link zu den Kartendecks, die ich benutze, die da heute. So, wenn dich das interessiert, welche Kartendecks ich dabei habe, dann Link auch unten, also nicht den Link, aber die Auflistung unten drunter. Und wenn du ein eigenes Kartenreading buchen möchtest oder Lust hast auf mein Stardust-Programm, das so ganz druckfrisch in dieser Woche erschienen ist, findest du auch alle Infos im Link unten drunter. Es wird aufregend. Yay! Okay, dann legen wir mal los mit dem Wassermann. Wie wird denn die Woche für den Wassermann vom 26.09. bis 2.10.? Alle unsere lieben Wassermänner. Was steht denn, hoppala, für die Wassermänner an? Die Wassermänner dürfen mal ihr Gehirn ein bisschen ausschalten oder anhalten, ne? Jetzt bist du ja als Luftzeichen, lieber Wassermann, auch jemand, der, naja, luftig unterwegs ist. Und luftig in unserer magischen Orakelwelt heißt halt auch immer viel denken. Denken, 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 denken. Manchmal saust dann schon der Kopf vor lauter Denken. Das ist dann wie so ein wirrer Bienenstock. Oder man denkt im Kreis und nochmal ums Eck und wieder zurück. Und die Karten sagen, bitte, halte doch einfach mal an, sag doch mal ein Stoppschild in deinen Kopf rein, denk nicht so viel. Und manchmal muss man die Dinge auch so nehmen, wie sie sind. Man muss nicht immer alles zerdenken, man muss nicht immer für alles eine Lösung haben, man muss nicht immer auch die Welt retten, gerade wenn es nicht die eigene ist, sondern kann einfach mal sagen, stopp mal bitte, stopp mal bitte. Das wäre doch mal ganz wunderbar. Und ja, manchmal lösen sich ja auch viele Themen von alleine, wenn man sie einfach mal ein bisschen aussitzt, ohne sich um alles auf dieser Welt so viele Gedanken zu machen, kriegt man eh nur Kopfweh von. Also kann man einfach mal so Piano, Piano, Piano machen. Gucken wir mal, wofür der Wassermann sich in dieser Woche Zeit nehmen sollte. Was unserem Wassermann gut tut in der neuen Woche. Was haben wir denn da? Was tut dem Wassermann gut in der neuen Woche? Da haben wir es nochmal. In die Ruhe gehen, mal ein bisschen in den Rückzug gehen, Sterne beobachten, vielleicht auch mal früher ins Bett gehen, ein bisschen mehr Schlaf kriegen, ein Nickerchen machen, Schläfchen machen oder vielleicht auch einfach mal ruhig daliegen und so eine Körpermeditation machen. Einfach mal reinfühlen, wie geht es meinen Zehen, wie geht es meinen Füßen, wie geht es meinen, wie heißen die Dinger hier, die Gelenke da unten, Sprunggelenk. Wie geht es den Waden? Wie geht es den Schienbeinen? Einfach mal so eine Körperwahrnehmung zu machen, ganz mit dir in der Verbundenheit. Das ist der Rat der Karten für dich in der neuen Woche. Also alles mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, lieber Wassermann. Die Fische. Unsere lieben Fische in der neuen Woche vom 26.09. bis 2.10. dürfen mal so ein bisschen Innenschau halten, vielleicht mal so eine Intimität zulassen, Intimität mit sich selbst, vielleicht aber auch mit deinen Mitmenschen. Vielleicht tappst du dich dabei, dass du manchmal, naja,
schon zugewandt bist in der Verbindung mit anderen Menschen, aber immer noch so ein Stück von dir zurückhältst, weil du vielleicht befürchtest, dass wenn du dein wirklich wahres, tiefstes Ich in deiner vollen Größe und wunderschönen Kraft zeigen würdest, dann würdest du andere vielleicht verschrecken und hältst immer so ein Stückchen zurück. Und gleichzeitig wunderst du dich, warum du immer Menschen begegnest, die dir nicht wirklich Tiefgang entgegenbringen, die nicht die komplette Meile gehen bis zu dir. Aber sie spiegeln dich ja in dem Moment. Und du erkennst dann vielleicht, dass du irgendwie noch so ein bisschen die Schotten dicht hast, nicht ganz durchlässig bist, dir nicht erlaubst, ganz fließend zu sein, dich wirklich zu präsentieren, wie du bist, wirklich loszulassen und zu sein, wie du bist. Aber wahre Intimität entsteht ja erst dann, wenn man sich das erlaubt. Und jetzt kannst du mal in dich reinfühlen, wo du vielleicht nicht zu 100% als du selbst auftauchst. Oder dich auch mal fragen, wie gut kennst du dich eigentlich selbst? Darum geht es ja auch in meinem Stardust-Programm. Wie gesagt, Link hier unten drunter, wenn du dich dafür interessierst. Da geht es ja auch darum zu sagen, weißt du, wir Menschen arbeiten so oft am Außen. Und weißt du, die Partnerschaft läuft nicht. Ich arbeite an der Partnerschaft oder an meinem Gegenüber. Beruflich läuft es nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich arbeite an meinem, ja, entweder das Team, das für mich arbeitet, oder ich arbeite an meinem Business. Ich mache die Homepage noch mal ein bisschen schicker. Wir arbeiten alle so am Außen, übersehen aber, dass alles, was bei uns nicht rund läuft, einen gemeinsamen Nenner hat, und der sind wir selbst. Also wie gut kennst du dich denn? Weil dein Außen ist ja nur der Spiegel dessen, was in dir ausgesendet wird, bewusst und unbewusst. Und diese Intimität mit sich selber zu finden, das ist dein Auftrag in der neuen Woche, liebes Fischlein, beziehungsweise, wenn du Lust drauf hast, ab dem 27. Oktober auch in meinem Stardust-Programm. Jetzt lass uns mal reinschauen, was wir für die Fische haben, wofür die sich ein bisschen Zeit einplanen sollten in der neuen Woche. Ein bisschen sanfte Bewegung. Also ob das mal Yoga ist oder, weiß ich nicht, Tai Chi oder ja, irgendwelche bewussten Übungen machen, bewusste Bewegungen, Erden, Verbundenheit. Da haben wir es wieder. Verbundenheit, Intimität mit dir. Spür doch mal deinen Körper. Spür doch mal, wie der sich anfühlt in bestimmten Bewegungseinheiten, in bestimmten Yoga-Positionen. Wo machst du dich fest? Wo bist du fest? Oftmals sind wir in der Hüfte sehr, sehr fest. Die Hüfte ist das Auffangbecken unserer Emotionen. Da macht sich unsere Seele bemerkbar. Und wenn die Hüfte fest ist, weißt du, dass dein Energiefluss fest ist. Bring das ins Fließen. Spür doch mal rein. Was sitzt denn da? Das ist dein Auftrag diese Woche, liebes Fischlein. So, der Widder. Was haben wir für den Widder in der neuen Woche? Was ist da das Thema, das Motto? Und da haben wir freiwilliges Loslassen. Und manchmal, naja, der Widder mit seinen Hörnern, ne? Will manchmal so mit dem Kopf durch die Wand und das muss doch jetzt und ich will das aber so und da 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 bam, 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 bam. Aber es geht ja darum, zu wissen, was man will, zu wissen, was man dafür tun kann. Und dann darauf zu vertrauen, dass die Schritte richtig sind, die man gemacht hat, dass das alles gut vorbereitet ist und dass es sich jetzt erstmal fügen muss. Und das haben wir hier so ein bisschen dargestellt, also ein bisschen mit der Pusteblume. Das Ding ist eine wahre Pusteblume hier. Erinnert mich von den Farben auch an meinen Stardust, was jetzt am 27. Oktober rauskommt. Ich hoffe, du bist dabei. Link unten drunter. Aber weißt du, dieses, wenn du als Kind einen Wunsch in die Pusteblume reingepustet hast, dann hast du doch, du hast gewünscht, oder bei der Geburtstagstorte auspusten, oder an Silvester mit den Wunderkerzen, oder. Du hast gewünscht, und du bist davon ausgegangen, dass es das Universum schon lenken und leiten wird. Oder wer bei mir im Raunachtsprogramm war in den vergangenen Jahren, ne? Wir haben immer unsere Wunschzettel geschrieben und haben die verbrannt, vertrauensvoll darauf, dass das Universum die schon erfüllen wird. Und dann gab es diejenigen, die vertrauensvoll verbrannt haben und gesagt haben, jeden Tag einen Wunsch, das Universum, puff, wird das schon richten. Und dann gab es die, die die Wunschzettel zwar angeschaut, aber entweder aufgeschrieben vom Verbrennen haben oder gar nicht erst verbrannt haben und in ihr Journal eingeklebt haben. Und das ist halt die Frage, zu welcher Kategorie Mensch gehörst du? Kannst du die Kontrolle auch mal loslassen? Kannst du mal darauf vertrauen, dass sich alles fügen wird, wenn du weißt, ich habe meinen Anteil dafür gemacht und jetzt kann ich loslassen? Oder auch wenn du Führungskraft bist, dieses Kontrolle ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, hast du sowas? Oder
Ich meine, gut, man kennt ja auch so eine Pappenheimer, manchen muss man wirklich über die Schulter schauen, aber wen kannst du halt auch frei laufen lassen und sagen, wenn wir das besprechen im Team, dann passt das schon. Ja, also lass mal mehr geschehen. Klapp mal die Hörner ein und sag mal mehr, ja, entspannter wieder und lass dir den Wind um die Nase fliegen. Ja. Wofür sollte der Widder sich Zeit einplanen in der neuen Woche? Gerade noch gestoppt, bevor sie vom Schreibtisch gefallen ist. Tonheilung. Ob das jetzt, nutz mal rüber deine Klangschale wieder raus oder geh vielleicht mal zu einer Klangschalenmassage oder hör dir vielleicht auch schön tönende Musik an. Hier auf YouTube hast du ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, dir da einfach mal so ein paar heilsame, schamanische Klänge anzuhören. Oder vielleicht gehst du auch mal zu einem Konzert oder suchst dir bewusst in deiner Playlist Musik aus, die ruhig ist und dich in einen wirklich ruhigen, inniglich verbundenen, und da haben wir wieder das Thema Vertrauen, State reinbringt. Das ist der Rat der Karten, einfach verbunden mit dir. Den Tönen der Klangschale nachhören, bis der letzte Ton verklungen ist und einfach dich mal hingeben, der Welt, dem Sein. Das ist das Motto für dich, lieber Widder. So, unser lieber Stier. Was haben wir für den Stier in der neuen Woche? Haben wir sie? Der Stier darf mal ganz, ganz, ganz tief durchatmen. Und ausatmen ist wichtig. Unser Körper kann von alleine einatmen. Aber dieses tiefe Ausatmen haben wir ganz, ganz oft verlernt. Versuch mal wirklich so loszulassen, in allem nicht festzuhalten. Weil dieses oberflächliche Atmen, da steckt ja auch so eine unterschwellige Angst drin, so eine Gehetztheit, so ein Stress, dieses, wie wir atmen, so. Ja, wir atmen ja gar nicht tief und bewusst, aber wenn du wirklich in Liebe agierst, dann geht auch dein Atem viel, viel tiefer. Und darum geht's. Entscheide dich in dieser Woche für eine Haltung der Liebe und nicht für eine Haltung von, ich muss noch und ich habe Stress und das muss ich jetzt hier und wenn ich das nicht erledige, geht die Welt unter. Ja, jetzt gucke ich mal ins Tarot rein. Warum? Also, du wirst schon wissen, warum, aber warum der Stier das braucht. Weil vielleicht wartest du auf irgendeine Rückmeldung, die du brauchst, um mit irgendeinem Projekt weitermachen zu können. Oder vielleicht hast du irgendwo eine Anfrage gesendet und erst mit der Antwort geht es irgendwie weiter oder die Dinge klären sich. Und du bist so ungeduldig, weil diese Antwort nicht kommt und denkst, dann gehe ich halt los und nerv die Leute so lange, bis die Antwort dann zu mir kommt und ich frage noch 30 Mal nach. Und die sperren schon meine Handynummer, wenn sie die im Display sehen und denken sich auch nicht dich schon wieder, der schon wieder, nicht der Stier schon wieder, ja. Also atme mal aus und lass die Dinge mal geschehen. Das fügt sich schon. Das ist auf dem Weg, ja. Die Acht der Stäbe sagt dir, das ist auf dem Weg. Du brauchst da nicht ständig nachfragen. Und hier hast du es nochmal mit dem Ast der Schwerter. Die Botschaft, auf die du wartest, die kommt. Die Antwort, die Klarheit, die Lösung. Ja, vielleicht hast du auch irgendwie ein technisches Problem, hast irgendeinen Support angeschrieben oder sowas. Die Lösung ist schon unterwegs. Die Leute sind da schon dran. Das kommt. Also entspann dich mal, atme aus. Mach nicht so viel Stress. Wenn du 30 Mal nachfragst, dauert es eben 30 Mal länger. Weil die sich ja dann mit deiner neuen Anfrage beschäftigen und nicht mit dem, womit sie sich eigentlich beschäftigen sollen. Wird schon. So, jetzt gucken wir nochmal rein, wofür der Stier sich in dieser Woche mal Zeit nehmen sollte. Ein bisschen extra Zeit einplanen für deine Tiere. Zeit mit Tieren zu verbringen. Ob du jetzt vielleicht, sag ich mal, deine Haustiere ein bisschen intensiver knuddelst und streichelst oder, weiß ich nicht, wenn du ein Pferd hast, noch eine Runde extra ausreitest oder vielleicht auch mal eine Krafttier-Meditation machst und mal guckst, welches Krafttier mit welcher Botschaft vorbeikommt oder du mit offenen Augen durch die Natur gehst, heißt mehr Zeit nehmen, um auch mal rauszugehen und vielleicht gibt es da irgendein Tier, was dir über den Weg läuft, was dir besonders ins Auge fällt, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht nur ein Tier, das ist jetzt gerade seltsam. Und dann googelst du doch mal Krafttier, weiß ich nicht, Reh, Schmetterling, Hirsch, Wildschwein, keine Ahnung, Grabe, Krähe, was da so unterwegs ist. Husky, Wolf, Eichhörnchen, was einem so begegnen kann im Leben. Delfin.
Vielleicht träumst du auch von einem Tier und googelst dann mal Krafttier, weil da steckt irgendeine Botschaft drin, lieber Stier, die wichtig sein könnte für dich in dieser Woche. So, zu den Zwillingen. Das Thema oder das Motto der Woche für den Zwilling. Der Zwilling darf mal die Übersicht behalten. Also ich habe hier irgendwie drei Erzählstränge. Ich mache mal die Kamera runter. Das ist ja hier. Bräuchte ich ja drei Hände hier. Also zum einen, der Zwilling darf mal die Übersicht behalten. Vielleicht mal die Perspektive wechseln, wenn irgendeine Situation knifflig ist, da mal aussteigen, von oben drauf schauen. Dann kommt da eine Ruhe rein und dann kommt da eine ganz, ganz neue Perspektive. Ja, das ist Erzählstrang Nummer eins. Erzählstrang Nummer zwei, der ein oder andere Zwilling hat irgendwelchen Herzschmerz, der noch ein bisschen in die Heilung gehen kann, was noch nicht ganz durch ist und Verlust vielleicht, der zu verkraften ist, ob jetzt privater Natur oder beruflicher Natur. Aber irgendwas ist da, wo der Zwilling vielleicht noch nicht ganz durch ist und noch ein bisschen in die Heilung gehen kann. Wenn ich die beiden Karten miteinander verbinde, dann vielleicht auch festzustellen, mal mit einem Blick von außen auf dich selbst, wie weit bist du denn schon in deinem Heilungsprozess? Wie ist denn der Status quo? Was ist schon durch? Wo kannst du gut hinschauen? Und wo schmerzt es vielleicht immer noch? Auch körperlich kann das natürlich gemeint sein, wenn du irgendwie dich krank gefühlt hast, krank warst, mal zu schauen, okay, statt dich zu verurteilen, ich bin immer noch nicht richtig gesund, zu sagen, ja, aber es ist ja vielleicht schon besser geworden und vielleicht von außen betrachtet, was kann ich denn noch reingeben in meinen Körper, um ihn im Heilungsprozess zu unterstützen? Ja. Und dann haben wir hier den dritten Erzählstrang, eine großartige Sinfonie. Und hier geht es um Gemeinschaft, um Miteinander. Weil ähnlich wie bei einem Orchester, jedes Musikinstrument für sich hat seine Berechtigung und ist wunderschön. Aber erst wenn die alle miteinander spielen, kommt dieses wunderbar epische Werk raus, das Tausende, Millionen von Menschen erfreut, wenn es gespielt wird. Und dann kannst du auch nicht sagen, naja, weiß ich nicht, die Geiger sind besser als die Blasinstrumente und sind besser als die Pauken und besser als die Trompeten und besser als die, weiß ich nicht, der Kontrabass oder sowas, sondern es gibt da gar kein besser, schlechter, sondern es müssen alle miteinander sein, damit es funktionieren kann. Es müssen alle miteinander an einem Strang ziehen, damit dieses Wunderbare rauskommen kann. Und auch du könntest dich mal fragen, wo kann ich in der neuen Woche eine helfende Hand reichen oder auch Hilfe anfordern, wenn irgendwo was hakt oder nicht weitergeht? Wo kann ich unterstützen oder mir Unterstützung holen? Und liebevoll auf alles schauen, weil das Miteinander macht die Magie aus. Auch in Heilungsprozessen, wenn wir es jetzt hier zusammennehmen, diese drei Karten. Und vielleicht auch nochmal raufschauen, vielleicht hat jemand anders einen Überblick für dich, den du selber alleine nicht hast auf deinem Weg. Und du fragst jemanden um Unterstützung, für eine Klarheit, auf die du jetzt alleine in dem Moment, wenn du so drin steckst, gar nicht kommst. Auch das kann gemeint sein. Wenn du magst, gerne auch mit mir an deiner Seite. Wir schauen uns das gerne mal an. Ne? Aufstellungsarbeit wäre da super geeignet, um so einen übergeordneten Blick auf die Dinge zu haben. Wie du weißt ja inzwischen, alle meine Infos findest du ja eh hier in der Infobox unten drunter, wie wir zusammenarbeiten können. So, wofür sollte der Zwilling sich Zeit nehmen in der neuen Woche? Wir wissen es schon, irgendwie Heilung, ja, Heilung und die Sachen nochmal aus einer anderen Perspektive anschauen. Nicht so schnell zur Tagesordnung übergehen, sondern das, was dir gut tut, auch noch ein bisschen weiter ausbauen und vielleicht auch mal was auspowern. Ja, sportlich auspowern, nicht die weichen, sanften Sportarten machen, wie wir es zum Beispiel beim Fisch, glaube ich, hatten, sondern wirklich durchballern und dich richtig auspowern, wirklich Kraft aufbauen oder Kraft loslassen. Und da kann es auch sein, wenn vielleicht der Zwilling in so einem Heilungsprozess ist, Heilung ist ja auch manchmal mit Wut verbunden, die Wut rausboxen, ja, was ich so bam, richtig durch, also nicht irgendjemand ins Gesicht, aber vielleicht auf den Sandsack oder ein Kissen oder so, ja. Und wenn du jetzt, ich glaube, der Fisch war es mit der sanften Bewegung, Fisch und Zwilling gemeinsam hast in deinem Chart, dann eben die gute Balance zu finden zwischen wann ist es angemessen, ins Weiche zu gehen und wann ist es angemessen, ins Kraftvolle zu gehen. So. Der Krebs. Was haben wir für den Krebs in der neuen Woche? Für den Krebs geht es um Fülle.
Fülle in die Welt tragen, anzuerkennen, wie wertvoll du bist und aus deinen Ideen auch was entstehen lassen. Vielleicht hast du irgendwie eine super coole Idee oder arbeitest auch schon länger dran und tust dich vielleicht schwer mit der Umsetzung oder eben auch das richtig so in Fahrt zu bringen, dass es wirklich jetzt so der Knoten platzt und aufgeht. Und das ist aber die Woche, wo der Knoten platzen darf. Und das ist vielleicht für dich ganz schön zu hören, lieber Krebs. Aber wisse auch, es braucht dann noch ein bisschen Schub. Aber das Potenzial in der Sache, die du da in deinem Kopf hast, ist magisch und wunderschön. Und hier habe ich gerade mein Tarot gesucht. Was braucht denn der Krebs, damit er da noch mal besser in die Umsetzung gehen kann, damit er seine Früchte auch wirklich zum Reifen und zum Ernten bringen kann? Was braucht der Krebs denn hier? Der braucht ja eine gute Stabilität, ja, von allen Ebenen. Kopf, Herz und Bauch müssen miteinander im Einklang sein und dieses geerdete Gefühl auch. Also vielleicht ist es so, dass du gut bist im Empfangen von Ideen, aber das Umsetzen dir schwerfällt. Und das haben ja sehr viele spirituelle Menschen, dass sie super sind im Empfangen, aber denen fehlt die Erdung. Und guck mal, dass du, also wie gesagt, zum einen Kopf, Herz und Bauch in Einklang bringst, dass die alle an einem Strang ziehen, aber dass du eben auch gut geerdet bist, um ins Umsetzen kommen zu können, weil das Yin ist oben und das Yang ist unten und beides muss ja irgendwie in Verbindung gebracht werden. Und dann kannst du wirklich aufbrechen und diese Sache, hinter der du total stehst, die dein Herz höher schlagen lässt, auch in Angriff nehmen. Definitiv. Oder auch für den einen oder anderen, der sich mit einer Liebeserklärung trägt, haben wir hier den Hinweis, bitte nimm deinen Mut zusammen und sprich deine Herzensperson an. Mach diese Liebeserklärung, mach den Heiratsantrag. Denk da nicht länger drüber nach und zerbrich dir den Kopf, was alles schiefgehen kann, sondern mach's jetzt einfach mal. Ja, das hätten wir hier. Haben wir noch was? Warte mal, das war mir ein bisschen viele. Das wäre hier so die Botschaft für unseren Krebs. Und ja, geht auch gut aus. Ja? Also da kommt definitiv Freude rein. Und du wirst auch, dir wird auch klarer werden, dass irgendwas, was dich erfüllt, du dir jetzt holen darfst. Ja? Also auch wenn du sagst, ja, mein Leben ist ja super so, wie es ist ja wunderbar. Ist schön, dass du das erkennst und dankbar dafür sein kannst. Aber das, was dir noch fehlt, das ist jetzt zum Greifen nah. Also brich auf und hol es dir. Wird super sein, wird mega super sein. Also mach das, was immer du davor hast, ja? So. Und gucken wir mal, wofür der Krebs sich in dieser Woche Zeit einplanen sollte. Wofür solltest du dir noch ein bisschen extra Zeit nehmen, lieber Krebs? Was tut dem Krebs gut in der neuen Woche? Was sollte er mit beachten und bedenken? Zeit für eine Massage. Okay, da muss man ja nicht viel zu sagen. Bitte buch dir eine Massage oder nötige irgendjemanden, dich zu massieren. Zeig der Person auch wie und wo. Und dann genießt das einfach mal. Okay. Der Löwe. Was haben wir für den Löwen in der neuen Woche? Unser lieber Löwe. Voilà, da haben wir ihn schon. Der Löwe, für dich geht's. Du bist vielleicht gerade in so einem Zwischenstadion. Der eine Fuß in der einen Welt, der andere Fuß in der anderen. Und jetzt versuchst du das ein bisschen auszubalancieren, weil du gerade mitten in so einem Transformationsprozess bist, lieber Löwe. In der alten Welt fühlst du dich nicht mehr ganz wohl und aufgehoben und in der neuen auch nicht. Und du balancierst praktisch wie so zwischen zwei Stühlen oder diesem Abgrund hier und denkst so, boah, das ist irgendwie unbequem, weil ich fühle mich weder hier wohl noch da. Und jetzt geht es darum, diesen Weg zu finden, wie du im verbindenden magischen Moment ankommst. Und wisse, du bist da ja auf dem Weg. Ja, also das wird sich fügen. Du bist in deinen Prozessen und die dauern halt manchmal einen Moment. Aber guck mal, dass du anfängst, dich mehr zu verhalten wie die neue Version, das neue Leben, das du dir da heranziehst. Und weniger wie die alte Version, weil dieses sich selber im Weg stehen auch auf diesen Entwicklungsprozessen ist oft, dass wir in was Neues wollen, uns aber halt alt verhalten. Also ja, und dann funktioniert es halt nicht. Also was haben wir denn hier noch? Ja, entspann dich rein in die Situation. Ne? Also schöpfe, du bist ja schon dabei zu schöpfen, was Neues zu erschöpfen. Aber verhalte dich auch wirklich so wie die Person, die du schon in dir fühlst und nicht wie die alte Version von dir. Entspann dich rein, vertrau deiner Intuition. Du weißt, was richtig ist und darauf kannst du auch vertrauen. Da musst du auch niemanden fragen, sondern
Fühl einfach, aber sei auch achtsam und ertapp dich, wenn du da rausrutscht und wieder in die alte Version reinrutscht. Das ist ja gar nicht schlimm, das ist ein ganz normaler Prozess, das passiert, ja. Ich nehme ja immer gern das Beispiel von der Raupe und dem Schmetterling. Und dass der Schmetterling auf einmal keine Raupe mehr ist, daran muss er sich ja auch erstmal gewöhnen. Und das ist genau diese Verpuppungszeit hier. Aber daran wachsen wir, daran machen wir unsere Erfahrungen. Hier haben wir auch den Hinweis, vielleicht holst du dir jemanden mit ins Boot, der die Prozesse, in denen du gerade steckst, schon gegangen ist. Eine Person, die dich unterstützen kann dabei. Jemand, der gut geerdet ist und gleichzeitig gut angebunden ist nach oben. Die perfekte Kombination zwischen Spiritualität und Bodenständigkeit. Und die einfach sich selber nicht gescheut hat, diese Prozesse einzutauchen, in denen du jetzt bist. Und warum dir nicht jemanden an deine Seite holen, der dich dabei unterstützen kann. Und also ich zum Beispiel. Also ich finde, wenn jemand die perfekte Kombi ist zwischen Spiritualität und Bodenständigkeit, dann ist moi. Vielleicht hast du ja Lust auf meinen Stardust ab dem 27. Oktober. Es wird mega geil. Mega geil. So, was sollte der Löwe denn tun? Wofür sollte er sich Zeit einplanen in der neuen Woche? Kümmere dich gut um das Haus deiner Seele, um deinen Tempel. Ja, achte also auch gut darauf, was dein Körper will, generell. Also auch, ja, jetzt Essen, Trinken, Bewegung und so weiter. Aber auch, wie du ihn anderweitig fütterst und füllst. Ob das jetzt um Gespräche geht, mit wem unterhältst du dich, in wessen Energie lässt du dich ein oder halt auch nicht mehr, ja, was dich vielleicht runterzieht, wo du weißt, oh, nee, wenn ich deinen Kalender gucke und sehe, ich bin mit Person XYZ verabredet. Ist ja nicht schlimm, aber ist auch nicht schön, da mehr auf dich zu achten in dieser Woche, ja. Okay. Passt ja auch zu diesem, ja, Leben zwischen den Welten sozusagen. Dieses, wer passt halt nicht mehr in mein Leben? Mit welcher Energie möchte ich mich mehr umgeben? Ja. Und wenn du Platz machst, dann findest du da halt neue Menschen, die eben mehr in der Energie schwingen, die du haben möchtest. So, gucken wir mal für unsere Jungfrau. Was sagen wir für die Jungfrau? In der neuen Woche, gut. Die Jungfrau darf ihr Herz mal öffnen. Die Jungfrau, kommt als sehr liebenswerter Mensch daher und hält doch irgendetwas zurück. Das erinnert mich jetzt auch ganz stark an das Fischekartenreading hier, in den Quickies. Also, wenn du magst, guck auch mal gerne in die Fische rein. Dieses. Du kannst dein Herz nicht zu 99% öffnen. Es gibt kein Sicherheitsnetz. Es geht auf oder zu. Es geht, ja, und den Schlüssel zu deinem Herzen hast du. Das kann dir niemand aufschließen. Du machst dich auf oder du machst dich zu. Und es gibt keinen dazwischen. Und sich das mal klar zu machen, dass wir immer versuchen, unser Herz zu schützen und eine Schutzmauer drum zu bauen, aufgrund der Verletzungen, die wir erlebt haben in unserer Kindheit, in vergangenen Partnerschaften, vielleicht auch in Freundschaften, vielleicht auch in einem Nachbarschaftsstreit, vielleicht sogar aus früheren Leben, wer weiß das schon so genau. Aber Fakt ist, die wirkliche Zugewandtheit ist erst möglich, wenn wir unser Herz öffnen. Zunächst einmal für uns selbst, aber dann eben auch für andere Menschen. Und offen ist offen und zu ist zu. Ich kann nicht sagen, bei dir mache ich auf und bei dir mache ich zu. Dann ist trotzdem für alle zu, weil du kannst nur aufmachen oder zumachen. Ich hoffe, das macht Sinn, wenn ich das so sage. Und guck dir mal an, wo du dich noch zurückhältst. Und wenn du magst, dann lass uns auch mal gemeinsam an deiner Herzmauer arbeiten. Das wäre das Energetic Clearing, das ich anbiete. Oh, den Link findest du ja hier unten drunter. Wo es wirklich darum geht, mal zu schauen, wie ist diese Herzmauer entstanden. Lass uns die mal zusammen lösen, also in Liebe und Heilung lösen. Oder vielleicht hast du auch Lust auf meinen Stardust ab dem 27. Oktober, wo es darum geht, auch wirklich mit dir in deiner Essenz dich zu verbinden, also dich selber zu kennen und zu sagen, wo verschließe ich denn mein Herz vor mir selbst, vor meiner eigenen Größe, vor meiner eigenen Wahrheit? Wo bin ich denn nicht in Verbundenheit mit dem großen Universum unterwegs, sondern viel zu sehr im, was auch immer, ja? Und wenn wir hier mal reinschauen, die Jungfrau wünscht sich irgendwas so sehr und die ist aufbruchbereit und ist schon gerüstet, da hinzugehen und hinzuschauen. Die will das offensichtlich lösen. Aber der Weg muss halt noch gegangen werden. Der erste Schritt, der zweite, der dritte muss noch gegangen werden. Und das wäre jetzt vielleicht der Hinweis, dass das an der Zeit ist, das mal anzuschauen, damit dann eben auch
ja, in die nächste Liebesdimension, Selbstliebesdimension aufgebrochen werden kann, damit du deinen Kelch der Liebe verschenken kannst, dir selbst und anderen. Und hier ist jetzt nicht unbedingt nur partnerschaftliche Liebe gemeint, sondern generell Liebe. Liebe zum Job, Liebe zur Bestimmung, Liebe, ja, zu dir halt, ne? Wo bist du nicht rund mit dir? Wo verschließt du dein Herz vor dir selbst? Das ist wirklich das Thema in dieser Woche, liebe Jungfrau. Und da hinzuschauen und in die Heilung zu gehen, ist eine ganz, ganz wunderbare Möglichkeit jetzt hier in dieser Woche, gerade auch von den Energien, in denen wir gerade drin sind. Ne? Und das wünsche ich dir natürlich sehr. Wie gesagt, Stardust oder Energetic Clearing wäre für dich super geeignet hier. Und lass uns mal schauen, wofür die Jungfrau sich Zeit einplanen sollte in dieser Woche. Was würde der Jungfrau gut tun? Wofür sollte sie sich Zeit nehmen? Was haben wir denn da? Da haben wir schöne Musik hören. Und mit schöner Musik hören kann man jetzt natürlich sagen, deine Lieblingsplayliste, das tut natürlich immer gut. Aber guck mal, vielleicht auch Musik selber machen. Das kann gut tun. Ja, vielleicht auch mal eine Wut raustrommeln. Triangel anklingen, keine Ahnung, die Klangschale anklingen. Aber auch mal zu schauen, in welcher Emotionalität stecke ich gerade drin und welche Art von Musik kann mich dabei unterstützen. Ja, wenn du traurig bist, dich vielleicht wieder aufzumuntern oder wenn du wirklich was rausheulen willst, bewusst Musik auswählen, die dich unterstützt beim Rausheulen oder beim wütend werden oder wie auch immer. Oder eben, wenn du sagst, oh, ich bin irgendwie ein bisschen traurig und deprimiert, welche Musik könnte dich dann aufmuntern? Ja, also geh mal da so ein bisschen auf die Spurensuche, liebe Jungfrau. Die Waage. Was haben wir für die Waage in der neuen Woche? Gucken wir mal. Uppala. Gucken wir mal rein. Die Waage darf sich mal mit ihren eigenen Talenten, mit ihren Gaben beschäftigen, naja, ihrer Lebensbestimmung. Ihrer Lebensbestimmung, dem Geschenk, das das Universum der Waage mitgegeben hat und das sie anderen auf dieser Welt angedeihen kann. Und das macht die Waage eh schon. Die Waage ist ja ein sehr, sehr verbundenes Sternzeichen oder auch verbindendes Sternzeichen, sehr liebevoll. Und gleichzeitig ist die Waage sich ihrer eigenen Größe oftmals gar nicht so bewusst, ihrem eigenen Sternenstaub, dem, was sie anderen so an Inspiration mitgeben kann. Auf der einen Seite weiß sie das, kriegt es sicherlich auch immer wieder rückgemeldet und stellt dann trotzdem ihr Licht immer so ein bisschen unter den Scheffel. Und jetzt geht es wirklich darum, anzuerkennen, dass du nicht nur gebraucht wirst in dieser Welt, sondern wirklich einen Auftrag hast. Welcher könnte das sein? Wenn du magst, lass es uns zusammen herausfinden, entweder in meinem Stardust-Programm ab dem 27.10. oder mal in dem Human Design Reading oder Gene Key Reading miteinander. Ne, links von mir findest du ja alle hier unten in der Infobox. Weil es ist sowas von an der Zeit, noch einen Schritt weiter zu gehen auf deinem Weg der Bestimmung, als du es bisher getan hast. Noch mehr in deine Essenz einzutauchen und zu dir zu werden, in deiner eigenen Tiefe und Größe zu finden. Nicht nur, warum du hier bist, sondern auch in Verbundenheit mit dir selbst zu agieren. Weil ich sag mal, das eine ist ja die Erkenntnis von, darum bin ich hier. Ja, okay, machst ein Human Design Reading, Gene Key Reading oder machst eine Rückführung oder meine Karma-Strang-Reise bietet sich da ja auch an, wenn du Lust hast auf frühere Leben und sowas. Aber am Ende geht es ja darum, was bedeutet das dann jetzt hier für dieses Leben? Wie setze ich das dann um? Und da geht es darum, mit dir in Verbundenheit mit dem Universum zu leben. Mit den Energien, mit den Elementen. Und dann fügt sich das, weil dann kommt die Klarheit, weil du in dir selbst verbunden bist. Dann geht es nur automatisch, ja. Und wenn du da Lust drauf hast, das gemeinsam mit mir zu entdecken, dann wäre Stardust vielleicht für dich genau das Richtige. Und dann freue ich mich, wenn du mein Stardust-Universum eintauchst. Jetzt schauen wir mal, wofür die Waage sich noch Zeit einplanen sollte in der neuen Woche. Wofür sollte die Waage sich Zeit einplanen, kreativ zu sein, mal wieder was zu malen? Ja, also vielleicht magst du malen, aber oder auch auf andere Art und Weise kreativ sein. Wenn es nicht malen ist, ist es vielleicht ein Gedicht schreiben oder umdekorieren oder weiß ich nicht, zu singen. Ja, also gibt ja viele Möglichkeiten, kreativ zu sein. Aber das würde der Waage gut tun in dieser Woche.
sich einfach kreativ auszudrücken. Und oftmals findet man da ja auch emotionale Übersetzungen, die man vielleicht schwer in Worte fassen kann, aber über die kreative Schiene kriegt man was ausgedrückt, was man vielleicht anders nicht sagen kann. Ja. Okay. Als nächstes schauen wir beim Skorpion vorbei. Was ist das Motto für den Skorpion in der neuen Woche? Und der Skorpion darf auch mal über sich hinauswachsen, mal wieder. Und an das Unbegreifbare glauben und denken. Also erwarte das absolut Unzuerwartende, wenn du so möchtest. Wunder geschehen und dem Skorpion in dieser Woche sehr und vielleicht sogar in der Dimension, die du nie für möglich gehalten hast. Also vielleicht hast du irgendeinen Wunsch ins Universum geschickt, vielleicht auch schon ein bisschen her. Und jetzt kommt er in einer Welle, wird geliefert und so unfassbar genau oder noch so viel besser, dass du sagst, hey, Halleluja, was ist denn da los? Also das eine ist, wisse einfach genau, was du willst und dann bleib offen dafür, auf welchem Weg es zu dir kommt. So, ich gebe dir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du gehst auf, bist auf eine Party eingeladen und du hast beim Universum bestellt, ich will meinen Traumpartner treffen. Und du denkst, oh mein Gott, ich habe das gerade mir gewünscht und heute gehe ich zu einer Party. Wie geil ist das denn? Na, da wird er ja wahrscheinlich sein, er oder sie, Traumpartner, Traumpartnerin. Und dann fährst du vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin und bist in dein Handy vergraben und denkst, dann sitzt da jemand in der anderen Box, da in der Bahn oder so, und du siehst die Person nicht. Das wäre aber gewesen der Traumpartner da drüben. Aber du siehst sie nicht, weil du nur ins Handy schaust, weil du ja denkst, naja, ich lerne die Person ja auf der Party kennen. Aber der Typ fährt nicht oder die Frau da fährt nicht zu der Party, fährt woanders hin. Und der versucht immer irgendwie, guckt oder was auch immer, oder sieht dich gar nicht, weil du so in dein Handy vergraben bist, ja. Und ja, also erwarte auch, dass es auf unerwartete Wege zu dir kommt und bleib offen, halt die Augen offen. Und gleichzeitig natürlich lass los, weil wenn du jetzt so ein bisschen im Unvertrauen bist, dann kommt es halt auch nicht. Unvertrauen heißt, ist er das? Das mein Traumpartner, das mein Traumpartner, könnte das sein? Hier mein Bäcker, oh mein Gott, ja, funktioniert auch nicht. Es passiert in unerwarteten Momenten, von daher offen bleiben und so. Und jetzt wirst du ja selber wissen, was du dir gewünscht hast, war jetzt nur ein Beispiel. Also lass die Augen offen, was das Universum so mit dir vorhat. Geliefert wird. So, und je genauer du bestellst, umso genauer wird geliefert. Wofür sollte der Skorpion sich Zeit nehmen in der neuen Woche? Was wäre schön, ein bisschen Zeit auch mal alleine zu verbringen, in dich zu gehen, zu schauen, was dir gut tut und dir das zu gönnen. Vielleicht sogar mehrfach in dieser Woche. Steht für dich an, lieber Skorpion. Viel Spaß dabei. Und schreib mal in die Kommentare, was du dir wünschst. Okay, der Schütze. Was haben wir für den Schützen in der neuen Woche? Was steht da an für unseren lieben Schützen? Ja, ein bisschen komisch. Wir mischen nochmal. Der Schütze. Welche Botschaft haben wir für den Schützen in der neuen Woche? Okay. Für den Schützen geht es um ein liebevolles Miteinander, um ein heilsames Miteinander, um einen heilsamen Umgang miteinander, auch um eine innere Ruhe. Also wir haben ja hier die Karte des erwachten Genies. Wenn ich mir die jetzt alleine anschaue, würde ich sagen, was immer Kreatives in dir brodelt, lass es raus oder mach mehr davon. Ja, jetzt ist es an der Zeit, deine Farben zu zeigen, deine Wunderbarhaftigkeit zu zeigen und dich mit dieser Welt zu teilen. Was immer du da im Kopf hast, setz es um, mach mehr davon, ist super, bist du auf dem Weg. Und achte auch darauf, dass du Mehrwert stiftest für andere. Ja, dass das, was du machst, nicht nur deinem Ego entspricht, sondern dass wirklich andere was davon haben. Wenn ich mir die Karte alleine anschaue, würde ich sagen, irgendjemand in deinem Umfeld braucht Unterstützung, braucht eine sichere Hand, braucht eine liebevolle Geste und achte darauf, dass du verfügbar bist und diese Geste geben kannst. Vielleicht natürlich der ein oder andere Schütze kann auch andersrum sein. Brauchst du diese liebevolle Geste? Das kann natürlich auch sein. Dann fordere die ein auf liebevolle Art und Weise. Aber ich habe eher das Gefühl, es geht darum, dass du unterstützend zur Seite stehst, weil wir hier eben diese alte, weise Person haben, die so ein bisschen so medizinmannmäßig daherkommt. Also guck mal, wie das gemeint sein kann. Ja.
Okay. Wofür sollte der Schütze sich Zeit einplanen in der neuen Woche? Was würde dem Schützen gut tun? Was würde dem Schützen gut tun, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, auszuruhen, vielleicht deine Schlafenszeiten verlängern, vielleicht ja, länger ausschlafen, später ins Bett gehen, ja, früher ins Bett gehen, Mittagsschläfchen machen, aber wirklich auf Ruhe achten, auf Entspannung achten, auf Ausgeglichenheit achten. Das tut dem Schützen in dieser Woche gut. So, dann kommen wir zum Steinbock. Was haben wir für den Steinbock in der neuen Woche? Was steht da an? Gehen wir mal rein für unseren lieben Steinbock. Was haben wir da? Für den Steinbock haben wir die göttliche Matrix. Achte mal auf Synchronizitäten, ja, so gleiche Uhrzeiten, 11:11 Uhr, 22:22 Uhr, sowas in dem Dreh. Und achte mal auf magische Zeichen um dich herum. Es gibt ja keine Zufälle im Leben. Die Synchronizitäten, finde ich, sind zurzeit sowieso extremst krass unterwegs. Also immer dieses, man denkt da was und hoch, da ist es, oder? Ja. Man denkt da was und es taucht irgendwie auf Social Media auf oder das perfekte Video wird auf YouTube ausgestrahlt oder wie auch immer. Also achte mal auf diese magischen Zeichen und nimm die ernst. Und du kannst sie natürlich auch bewusst herausfordern, indem du dem Universum sehr klar sagst, was du erwartest, worauf du Antworten haben möchtest, wonach du gerade suchst, um da Zeichen zu bekommen. Und die solltest du auch deuten und nehmen können. Ja, Ritter der Stäbe, deuten und nehmen können, haben wir es ja auch nochmal, ja. Weil diese Zeichen, dargestellt hier durch den Stab, bringen dich weiter. Diese Antworten bringen dich wirklich auch in der Schnelligkeit voran, wo du sagst, ach, so mache ich das. Ach, ja, das ist ja geil. Heißt aber auch, wie gesagt, frag danach, bitte darum und mach dich auch auf, dass die empfangen können, weil oftmals kommen solche Zeichen ja auf unerwartete Wege. Das Universum sucht sich schon den besten Weg und da musst du halt so ein bisschen offen bleiben. Und hier haben wir nochmal den König der Münzen. Der hat ja seine Saat schon eingefahren und ist entspannt, weil er sagt, ach, das war das geil. Und darum geht's. Dieses Yay, diese Zeichen, oder also da steht hier wirklich beruflicher Erfolg dahinter. Leidenschaftliches Voranschreiten für den beruflichen Erfolg. Und achte mal da auch gut auf dein Bauchgefühl, weil nicht alles, was logisch erscheint, muss immer logisch-strategisch richtig sein. Ja, da haben wir es nochmal hier. Guck mal auch, dass deine Emotionen gut ausgewogen sind und auch gut in der Verbundenheit mit dir sind, dass du nicht alle Entscheidungen aus dem Kopf triffst, sondern dich vielleicht wirklich auch mal mit deinen Emotionen verbindest und sagst, auch wenn sich irgendwas sehr gut anhört, heißt das noch lange nicht, dass es sich für mich gut anfühlt. Und andersrum genauso. Der König der Kelche könnte auch jemand sein, den du um Rat fragst, eine ältere Person. Oder jemand, der sehr, sehr reif wirkt und eine Emotionalität an den Tag legt, wo du selber vielleicht manchmal zu rational unterwegs bist, wo du dir dann nochmal Unterstützung an die Seite holen kannst, lieber Skorpion. Ja, Steinbock. Entschuldige, Steinbock. Und was tut dem Steinbock gut heute, gucken wir in dieser Woche? Was dem Steinbock gut tut, wofür er sich extra Zeit einplanen sollte in der neuen Woche. Und da haben wir einen Altar errichten oder mehr Zeit vor deinem Altar verbringen. Und was macht man vor so einem Altar? Meditieren, einer Kerze beim Brennen zuschauen, einem Räucherstäbchen beim Abbrennen zuschauen. Also gerade mal so eine Räucherstäbchenlänge sich ausschalten, ja, aus dem normalen Welt rausholen kann gut tun. Chanten, vielleicht sind auf deinem Altar auch schöne Fotos, die du einfach anschaust. Den kannst du dir einrichten, wie du möchtest, aber gerade sich mal auszubeamen für eine Räucherstäbchenzeit. Die Ruhe kommen, Fragen stellen, empfangen, um Eingebungen und Zeichen und Bilder bitten und dann weitermachen mit dem, was da so kommt. Ich wünsche uns allen eine zauberhafte Woche. Ich danke dir fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, deine Denise.